endlich wieder unbeschwert kauen und lachen, dank Implaneo. Unsere Dentalklinik in München bietet Ihnen die schmerzfreie Methode für feste dritte Zähne an einem Tag. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten kostenfrei beraten. Alle Infos unter implaneo.de. Herzlich willkommen zur Sprechstunde. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir haben heute eine ganz besondere Sendung mit Ihnen vor, und zwar einen Jahresrückblick auf das vergangene Jahr mit Professor Dietmar Deichen. Ich freue mich auf die heutige Sendung und Dietmar, schön erstmal, schön dich zu sehen. Ich freue mich, freue mich. Und du hast eine so tolle Location heute rausgesucht. Wir sind hier im Little London, mitten in München im Tal. Ja. Der Jahresrückblick 2021. Und wenn wir zurückschauen auf das Jahr, du hast unglaublich viele Spezialgebiete in der Medizin. Ich glaube, dein Hauptspezialgebiet, deine große Leidenschaft ist so das Feld der Knochenerkrankungen. Knochenerkrankungen bis hin zur Osteoporose sind tatsächlich mein Schwerpunkt in der täglichen Arbeit. Und freue mich, dass wir ein schönes Jahr hinter uns haben, wo wir auch viel über Knochen gesprochen haben. Du erinnerst dich. Ja, ja. Und viele Patienten kommen zu dir über längere Zeiträume und da siehst du dann auch die positiven Veränderungen. Absolut. Ich sehe über die Jahre hinweg, was sich tut. Ich sehe leider auch, dass sich manchmal Therapien nicht so optimal entwickeln, wie man sich das wünscht. Und das ist ja die große Herausforderung der Medizin, dass man individuell arbeitet, individuell entscheidet und dann auch immer individuelle Fälle generiert. Im Idealfall sind das immer Menschen, die sich verbessern in ihrem Gesamtzustand. Das Spezialgebiet Osteoporose, da durften wir dieses Jahr sehr viel lernen, sehr viel kennenlernen. Und in der Januarsendung, da hat uns Professor Dietmar Deichen mal erklärt, wie es denn im Inneren der Knochen aussieht. Professor Deichen, wie ist denn ein Knochen überhaupt aufgebaut? Nun, das würde ich Ihnen gerne hier an diesem Modell einmal zeigen. Ein Knochen besteht aus verschiedenen Anteilen. Diese Anteile sind zum einen die Knochenrinde und im inneren Bereich des Knochens befindet sich die sogenannte Spongiosa, das ist der Geflechtknochen auf Deutsch. Und die kleinste Einheit des Geflechtknochens sind die sogenannten Trabekel. Ein Knochen besteht also aus einem besonders harten Anteil außen und er besteht aus einem weicheren, geflechtartigen Knochenanteil im Inneren. Und wenn ein Patient unter Osteoporose leidet, wie sieht der Knochen dann aus? Da haben wir in diesem Modell einen schönen Blick in einen osteoporotischen Knochen. Da gibt es unterschiedliche Formen. Im Prinzip geht es um Dichteverlust, den können wir mit freiem Auge nicht wahrnehmen. Aber wir können Knochenmasseverluste sehen. Und diese Knochenmasseverluste sind zum Beispiel eine Ausdünnung der Knochenrinde. Das heißt, die wird einfach dünner. Man sieht aber auch mit freiem Auge einen Verlust an Geflechtknochen, an sogenannten spongiösem Knochen. Die inneren kleinsten Anteile, die sogenannten Trabekel, die werden dünner. Das engmaschig gewobene Netz wird plötzlich grobmaschig. Und der Knochen verliert zunehmend an Stabilität und Tragkraft. Im Februar haben wir ein Thema beleuchtet, das uns wohl alle betrifft. Da ging es, Dietmar, um das Thema Stress. Genau, und wie der Stress sich aufs Kauorgan und somit auf die gesamte Wirbelsäule, aufs Wohlbefinden, auf Schmerzerkrankungen auswirken kann, das haben wir uns in der Februarsendung angesehen. Sie haben von einer Nervenzone im Kiefergelenk gesprochen. Die kann man jetzt natürlich hier nicht so anschaulich sehen. Können Sie uns das nochmal erklären? Also diese Nervenzone im Kiefergelenk ist eine ganz wichtige Schlüsselstruktur, eine anatomische Schlüsselstruktur zum Entstehen der sogenannten CMD. Die sitzt hier hinten, die heißt bilaminäre Zone und diese bilaminäre Zone wird abhängig von der Bisslage eines Menschen, Bisslage ist quasi die Art der Verzahnung, wird die mal beeinflusst durch Druck des Kiefergelenksköpfchens und mal nicht. Wenn man nicht knirscht und presst, ist es im Grunde nicht wichtig, wie die Verzahnung ist. Für die bilaminäre Zone relativ unwichtig. Wenn man aber beginnt zu knirschen und pressen, erzeugt man quasi eine Belastung über viele Stunden im Kiefergelenk,
Und dieses Kiefergelenk ist dafür nicht gebaut. Das will das nicht. Ja? Diese bilaminäre Zone wird dann durch das Kiefergelenksköpfchen belastet, unter Druck gesetzt und führt dann dazu, dass Reize der bilaminären Zone in die oberen Halswirbelsegmente gehen. Hier haben wir Rückenmark, wichtige Strukturen des Rückenmarks, C0 bis C2, die dann quasi zu einer Gegenreaktion führen. Und das ist die Verspannung der Schädelbasismuskulatur. So geht das los. In der Sprechstunde blicken wir heute zurück auf das Jahr 2021. Ein großes Thema war immer wieder die Osteoporose. Dietmar, in deinem Osteoporosezentrum München hast du ja ein ganz einzigartiges, spezielles Gerät, um in Knochen reinzuschauen. Ja, die hochauflösende Computertomographie wurde ursprünglich Ende der 90er Jahre entwickelt, um bei Raumfahrern, damals waren die Testprobanden die Raumfahrer der Raumstation Mir, herauszufinden, inwiefern sich die Schwerkraft, der Schwerkraftverlust, die Schwerelosigkeit auf die Knochen ausgewirkt hat, inwiefern da ein Knochenabbau stattgefunden hat. Und dann fand das Eingang in eine hochdifferenzierte Knochendiagnostik, die wir heute in der Osteoporose-Diagnostik verwenden. Und dieses Gerät hast du. Und wie dieses Gerät im Alltag eingesetzt wird und wie die Knochen von Patienten im Inneren aussehen, das haben wir im März angeschaut. Wir sehen hier die knöchernen Anteile, deren Knochendichte wir messen an verschiedenen Orten, aber wir machen ja mit unserem Verfahren auch eine Knochenstrukturbeschreibung, was ja, wie ich Ihnen eingangs erzählte, 50% der Knochendiagnostik gemäß Definition ausmacht, Knochenstruktur und Knochendichte. Und Sie sehen hier zum Beispiel bei diesem Patientenbild, dass sich die Knochenrinde an diesen Stellen komplett aufgelöst hat. Die ist verloren gegangen und hier ist sie wieder vorhanden und dann geht sie wieder hier unten verloren. Das sind Aufnahmen, die man nur mit einem hochauflösenden Computertomographen machen kann. Jetzt machen wir das ja nicht einfach zum Spaß, weil wir so neugierig sind, sondern das hat enorme Konsequenzen für die Therapie. Wir können anhand dieser Bilder tatsächlich unterschiedliche therapeutische Konsequenzen ziehen. Wir können aber auch etwas über die Ursachen des Entstehens dieser Osteoporose sagen. Zum Beispiel gibt es Chemotherapeutika, das ist ein Überbegriff für viele Medikamente, die wir verwenden, die solche Bilder am Knochen verursachen. Es gibt Erkrankungen, Nierenkrankheiten, aber auch Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes, die solche Knochenbilder dann letztlich aufgrund der Stoffwechselsituation generieren. Heute der große Jahresrückblick der Sprechstunde. Und im Frühjahr hat eine große Münchner Zeitung sogar eines unserer Themen auf die Titelseite gepackt. Dietmar, es ging um Heuschnupfen, um Allergien. Und was ich mir von dieser Sendung gemerkt habe, und das war nicht nur in dieser Sendung, du siehst Krankheiten nie als Einzelfänomen, sondern du schaust immer das Gesamtbild an. Wenn man gute Medizin machen will, kommt man gar nicht umhin, ganzheitlich draufzuschauen. Und gerade eine Allergie, die lebt und steht und fällt mit dem Histaminhaushalt eines Menschen. Und diesen Zusammenhang zwischen Histamin, bestehender Allergie und sogenannten Pseudoallergien haben wir in der April-Sendung besprochen. Herr Professor Deichen, Sie hatten mir im Vorgespräch von Histaminen erzählt, die eine Rolle spielt. Und das wissen viele gar nicht, wie wichtig, welche große Rolle die spielen. Was sind denn Histamine? Histamin ist ein Gewebehormon, welches wir in unseren eigenen Mastzellen bilden, die überall in der Haut sind, überall im Körper angesiedelt sind. Und dieses Histamin bilden wir als eine Art Übersetzer im Körper, welcher wie eine Feuerwehr immer bereitsteht für den Fall, dass eine allergische Reaktion entsteht, muss die dem Körper übermittelt werden, die muss ihm mitgeteilt werden, damit die Symptome entstehen können, wie Juckreiz, Schwellung, Rötung. Aber Histamin kommt auch in vielen Lebensmitteln vor. Und das ist besonders komplex. Einerseits bilden wir es, andererseits essen wir es auch. Und das müssen wir abbauen können im Körper. Das ist die Schnittstelle zu den allergischen Erkrankungen, zu dem Heuschnupfen. Denn Histamin ist der Übersetzer der Allergie,
der die Symptome macht. Und abhängig davon, wie viel Histamin jemand in sich trägt und abhängig davon, wie viel Histamin jemand zu sich nimmt über die Nahrung, kann eine Heuschnupfenerkrankung stärker oder weniger stark ausgeprägt sein. Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu und wir nutzen die heutige Sprechstunde, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Professor Dietmar Deichend ist bei uns. Dietmar, wenn Patienten in die Praxis kommen, über die Sendung sprechen, dann sagen sie ganz oft, ach, in der Sendung wird mal deutlich was gesagt, Klartext, dann nehme ich eine Botschaft mit. Wenn man in einem Thema drinsteckt, so wie ich zum Beispiel in der Osteoporose-Therapie, das war unsere Mai-Sendung, dann kommt man nicht umhin, manchmal in einer Art und Weise Klartext zu sprechen, die wirklich sehr deutlich ist, wenn es um Therapievorschläge geht. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie es war damals in der Mai-Sendung. Wir möchten ja über die Geheimnisse der Osteoporose-Therapie sprechen. Was sind denn die Geheimnisse? Das Geheimnis, das wesentliche Geheimnis, ich will es mal ein bisschen abschwächen. Es gibt, sagen wir mal, Schwachstellen in der richtigen Behandlung der Osteoporose, wie sie flächendeckend erfolgt. Das ist meine feste Überzeugung, dass gewisse Medikamentengruppen einfach von vielen Ärzten verordnet werden, aus einem einzigen Grund, weil es diejenigen sind, die sie gut kennen. Und alle anderen, die Sie vielleicht nicht ganz so gut kennen, wo Sie die Expertise nicht haben, die Erfahrung nicht haben, die verordnen Ärzte auch nicht so gerne, weil sie eher das verordnen wollen, wo sie eigene Erfahrungen haben. Das ist auch nachvollziehbar, das geht mir auch so. Aber letzten Endes heißt das noch lange nicht, dass das das Beste für den Patienten ist. Es gibt unterschiedliche Wirkstoffgruppen in der Osteoporose-Therapie und die muss man sehr differenziert betrachten. Einschließlich Lebensführung des Patienten, einschließlich Alter. Es gibt Medikamente, die in einem gewissen Alter Sinn machen, in einem anderen Alter schon längst nicht mehr. Und umgekehrt, da gibt es alle möglichen Spielarten. Deswegen ist es so wichtig, dass man differenziert entscheidet. Die Sprechstunde heute mit dem Jahresrückblick auf das Jahr 2021. Und wir möchten gerne Danke sagen für die vielen schönen Reaktionen von Ihnen auf die Sprechstunde. Und ein Beschwerden, was in ein paar Monaten wieder viele Münchner plagen wird, das haben wir in der nächsten Sendung behandelt, um was es geht, gleich. Heute der Jahresrückblick der Sprechstunde auf das Jahr 2021. Und Professor Dietmar Deichend und ich haben uns heute privat getroffen, im herrlichen Little London, mitten in der Münchner Innenstadt, im Tal. Und Dietmar, im Sommer, in einer Sendung haben wir über etwas gesprochen, das macht jeder von uns mehrfach täglich. Genau, da haben wir über die Einflüsse der Ernährung auf die Gesundheit gesprochen und insbesondere über Einfluss von Essstörungen auf die Knochengesundheit. Das schauen wir uns mal an. Wenn ich mich jetzt sehr sparsam, sehr mangelhaft ernähre. Ich habe gelesen, dann geht neben dem Körperfett auch der Muskel zurück. Da haben wir es mit einem Muskelschwund zu tun. Was ist das? Der Muskelschwund oder in der medizinischen Nomenklatur Sarkopenie genannt, geht ganz eng einher mit einer Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems, einer Herzgesundheit, aber auch mit der Gesundheit der Knochen. Sprich, wenn wir einen Muskelschwund erleiden, der aufgrund einer Essstörung beispielsweise entsteht, weil ich mein Essen entweder gar nicht mehr zu mir nehmen möchte, um einem Schönheitsideal zu entsprechen, oder aber weil ich beispielsweise, wie es bei der Bulimie, das ist eine Essstörung, wo sich vor allem junge Frauen immer wieder übergeben, um die aufgenommene Nahrung einfach wieder loszuwerden. Egal welche Essstörung ich habe, ich komme in einen Nährstoffmangel. Und dieser Nährstoffmangel wirkt sich aus, und zwar im ganzen Körper. Was man aber nie sieht, ist in welchem Umfang sich ein Nährstoffmangel im Knochen auswirkt. Und erst in unseren Verfahren mit der Computertomographie der Knochen, wie wir sie ja durchführen in der Osteoporose-Diagnostik, sehen wir die Knochen teilweise dann, die schon vor 20 Jahren bei einer 40-Jährigen geprägt worden sind, als sie noch 20 war. Und die werden nie wieder so, wie sie mal hätten sein können, wenn die Essstörung nicht bestanden hätte.
In der Sprechstunde in diesem Jahr haben wir natürlich nicht nur über Ernährung, über Frauen gesprochen, sondern wir haben auch eine Sendung gemacht über Männer, über Männergesundheit. Und da haben wir im Vorfeld überlegt, gibt es das Thema her? Können wir wirklich eine ganze Sendung nur über Männer machen? Und Dietmar, die Resonanz hat uns recht gegeben. Absolut. Und es war auch mal schön, über die spezifischen Belange der männlichen Gesundheit zu sprechen. Denn schließlich und endlich sterben Männer im Durchschnitt in allen Altersklassen 5 Jahre früher als Frauen. Und das hängt auch mit ihrem Verhalten zusammen. Und das schauen wir uns jetzt mal an in der Juli-Sendung. Männer verunglücken 3,4 Mal häufiger als Frauen im Straßenverkehr. Aber glücklicherweise können wir Männer auch mit anderen Dingen Freude haben im Leben, ja. Und genießen ja viele, viele Aspekte. Und da muss ein Motorrad nicht zwingend dazugehören. Genuss, eine gesunde Lebensführung und eben auch zeitig Vorsorgeuntersuchungen. Das ist wohl ein ganz wichtiger Schritt, damit ja, die Männer, die im Schnitt 5 Jahre kürzer leben als Frauen, damit man da vielleicht die Lebenserwartung noch etwas aufstocken kann. Ich denke, ab 50 sollte ein Mann durchaus regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Mhm. Einfach, weil da gewisse Dinge kommen, damit wir auch als Männer unser Leben gesund erleben können und es nicht nur ableben. Männer leben risikobereiter, unvernünftiger. Und Dietmar, weißt du was? Nach dieser Sendung habe ich mein Motorrad verkauft. Schweren Herzens. Aber das hat mich tatsächlich, das war so der letzte Punkt, dass ich gesagt habe, nee, das ist mir zu riskant. Und nach der ersten Männersendung folgte dann die zweite. Und mal ganz ehrlich, Tobi, in dieser Sendung haben wir eine Sache beleuchtet, die wir alle eigentlich nie bedenken. Männer und Frauen sehen so unterschiedlich aus, aber wer denkt wirklich daran, dass sie auch innerlich unterschiedlich sind? Und da haben wir uns den männlichen Knochen mal angesehen und ihn ins Verhältnis gesetzt zum weiblichen Knochen. Das könnten wir uns auch mal ansehen. Sehr gerne. Jetzt unsere August-Sendung. Ich würde Ihnen gerne einmal die ganz spezielle Besonderheit des männlichen Knochens zeigen, anhand dieser Tabelle. Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir neben Knochendichtewerten auch sogenannte Strukturwerte erfassen und dabei untersuchen wir die Trabekelanzahl. Das ist die Anzahl der verschiedenen Querverflechtungen im Knochen und die ist beim männlich dominierten, testosteron-dominierten Knochen deutlich höher als beim östrogen-dominierten Knochen. Die mittlere Dicke eines solchen Trabekels, auch wenn das jetzt vielleicht zu viel Detail wissen, aber es ist spannend, es begeistert mich jedes Mal wieder, wenn ich sehe. Der männliche Knochen ist innen zarter gebaut als der weibliche, aber er ist engmaschiger verflochten als der weibliche. Der weibliche östrogendominierte Knochen ist innen grob und außen nicht so stark wie der männliche. Ja. Der männliche Knochen ist innen sehr viel engmaschiger verwoben und sehr viel zarter gebaut. Ist das nicht spannend? Absolut. Das Testosteron macht am Knochen eine zarte Architektur. Heute in der Sprechstunde der große Jahresrückblick. Osteoporose, Dietmar, dein Fachgebiet, deine Leidenschaft, die haben wir wiederkehrend beleuchtet. Und ein ganz wesentlicher Aspekt der Osteoporose ist ja auch das Risiko des Knochenbruchs. Genau, und das zu ermitteln ist sehr viel schwieriger und sehr viel komplexer, als das häufig und landläufig eigentlich kommuniziert wird. Und wir haben einen schönen Versuch mal gemacht in der Sendung, die Komplexität darzulegen. Wie komme ich letztlich auf ein praktisch relevantes Knochenbruchrisiko, wo jeder Mensch, der diese Aussage bekommt, ihr Knochenbruchrisiko ist erhöht, nachvollziehen kann, womit das zusammenhängt. Und dazu hast du mich im September untersucht. Und wie diese Untersuchung ausgegangen ist, das sehen wir jetzt. Dieser kleine Bereich, jetzt wenn wir das Knochenbruchrisiko bei mir anschauen wollten, dieser kleine Bereich ist in Ordnung, aber die anderen ganzen Bereiche kennen wir ja noch nicht.
Die anderen Bereiche kennen wir nicht. Wir kennen sie aber durch die Knochenuntersuchung, die wir natürlich machen. Mhm. Und diese Haltungsanalyse, die hat ja letztlich ihren ganzen Körper umfasst. Ich blende jetzt die Pedografie nicht ein, aber Sie haben bei der Fußdruckanalyse eine exakt gleichmäßige Belastung beider Fersenbeine gezeigt. Das heißt, ich weiß, Sie belasten Ihren Körper symmetrisch. Wir haben da ganz viele Messwerte, die wir erheben. Die zeige ich jetzt nicht, weil es einfach den Rahmen sprengen würde. Aber das alles ist enorm wichtig, wenn wir über Knochenbruchrisiko eines Individuums sprechen. Nicht allgemein, weil allgemeines Risiko interessiert doch eigentlich nicht. Ich weiß doch selber, dass mein Risiko, dass mir ein Stein auf den Kopf fällt, allgemein erhöht ist, wenn ich in Norditalien mit dem Cabriolet eine wunderschöne Passstraße entlang fahre. Ja? Weil das sind Felswände, das weiß ich selber. Die Frage ist, fällt er mir wirklich auf den Kopf? Und das wollen die Menschen wissen, wenn sie Knochenbruchrisiken beurteilt haben wollen. Dann wollen Sie wissen, bricht mir mein Knochen, wenn ich nochmal auf den Golfplatz gehe? Und das kann ich dann beantworten, zumindest weitestgehend eingrenzen und sehr, sehr fundiert beantworten, wenn ich diese Untersuchungen mache, wenn ich mit den Leuten rede und weiß, was sie eigentlich in ihrem Privatleben und auch beruflich tun. Wir blicken heute zurück auf das Jahr 2021 und in der Sprechstunde, da reden wir nicht immer nur über Behandlung, sondern wir reden auch über Vorbeugung. Und Dietmar, da haben wir über besondere Aspekte der Ernährung nochmal gesprochen. Genau, das war eigentlich spannend, dass wir ein alltägliches Thema aufgegriffen haben im Zusammenhang mit Osteoporose und Ernährung. Wird ja häufig etwas kommuniziert, was tatsächlich nur ins Blaue hinein gesagt wird. Und das haben wir beleuchtet. Mit einer ganz konkreten Frage einer Patientin. Zum Beispiel sagt Frau M., mir wird empfohlen, täglich 1000 Milligramm Calcium rein vorsorglich zu nehmen. Ist das richtig? Das halte ich nicht für sinnvoll. Diese pauschalen Empfehlungen sind zum Teil sogar gefährlich. Denn was man wissen muss, ist, im Regelfall hat ein Mensch einen täglichen Kalziumbedarf, den er ja aber zu einem großen Teil, je nachdem wie er sich ernährt, über die Ernährung schon befriedigt. Ja? Mhm. Also zum Beispiel jemand, der viele Milchprodukte konsumiert, nimmt ja mehr Kalzium zu sich als beispielsweise ein Veganer. Das heißt, wir gehen üblicherweise so vor, dass wir eine Kalziumanamnese machen. Die Menschen legen also ihre typische Ernährung offen, und zwar sehr detailliert. Dann rechnen wir aus, zum Beispiel Sie nehmen täglich 1000 Milligramm Kalzium über die Nahrung zu sich. Wenn dieser Mensch dann noch eine 1000er Tablette dazu nimmt, sind wir, einfache Rechnung, bei 2000. Ja. Und da steigt dann schon das Nierensteinrisiko an, das Atherosklerose-Risiko. Und ein Mensch, der beispielsweise schon eine fortgeschrittene Herzerkrankung hat mit Verkalkung der Herzkranzgefäße, der sollte natürlich nicht einfach nochmal 1000 Milligramm Calcium dazugeben, weil dann befeuert er ja auch seine koronare Herzerkrankung. Also nein, das ist nicht sinnvoll. Das muss differenziert betrachtet werden. Wir möchten heute Danke sagen. Danke für Ihre vielen Reaktionen auf die Sendung Sprechstunde und schauen zurück auf das Jahr 2021. Und was wir in der Sprechstunde, Dietmar, was du immer wieder kommunizierst, die Behandlung ist das eine, aber der gesunde Lebensstil, das maßvolle Genießen, das vernünftige Verhalten, das ist ganz wichtig. Ja, und ich denke, wir haben in einer Sendung, es könnte die November-Sendung gewesen sein, auch darüber gesprochen, dass man nie zu alt ist, um mit Sport anzufangen, und zwar erfolgreich anzufangen, nämlich so, dass man Knochen und Muskeln stärken kann, indem man was tut. Und da gibt es überhaupt keine Altersgrenze. Da gibt es gute Studien. Eine konkret fällt mir ein von der Sportmedizinischen Fakultät der Goethe-Uni in Frankfurt. Die haben mit Menschen über 80 Untersuchungen gemacht in einer repräsentativen Fallzahl und belegen können, man kann immer einen Muskelaufbau erzeugen, auch wenn man schon alt ist, macht immer Sinn. Unser großer Rückblick auf das Jahr 2021 in der Sprechstunde mit der klaren Aussage, Sport lohnt sich immer und es ist nie zu alt, damit anzufangen. Dietmar, wie ist das eigentlich mit Sport? Machst du als Arzt, als Fachmann, machst du auch Sport? Ja, ich mache gerne Sport. Ich mache ihn eigentlich zu wenig. Da fehlt mir leider manchmal die Zeit dafür und auch, um ehrlich zu sein, gelegentlich der Antrieb. Aber ich mache ihn doch regelmäßig und ich gehe am liebsten laufen und mache ein bisschen Kraftsport. Das Tolle an Sport ist, jeder kennt es, man muss sich überwinden, aber danach fühlt man sich
immer besser, entspannter. Man hat was für seinen Körper getan. Was machst du sonst für deine Gesundheit vorbeugend? Also ich denke, ich ernähre mich sehr bewusst. Ich mag es wirklich gerne, frisch zu essen, auch selber frisch zu kochen und Fast Food zu vermeiden. Das sind ja so die Empfehlungen, die ich auch gerne selber gebe. Mhm. Ich denke, eine gute Ernährung und ein ausgeglichenes Bewegungszeitfenster im Alltag noch auszunivellieren, ja, macht letztlich einen glücklichen Menschen aus, neben einem guten und ausgeglichenen Privatleben. Das spielt eine ganz große Rolle. Hast du jetzt gerade über die Feiertage Zeit für dein Privatleben? Du hast zwei Praxen, die Praxisklinik an der Isar, das Osteoporosezentrum München. Nimmst du dir da eine Auszeit? Ja, die nehme ich mir und da freue ich mich drauf. Es ist die einzige Zeit des Jahres, in der ich mal zwei Wochen am Stück nicht da bin. Und da werden wir gemeinsam auch einen Urlaub machen, meine Familie und ich, und freue mich einfach drauf. Und ich freue mich aufs nächste Jahr, wenn wir uns dann zu Sendungen wieder treffen. Unser Jahresrückblick, die Sprechstunde. Schön, dass wir heute hier im Little London sein durften, mitten in München im Tal. Ein herrlicher Ort. Dietmar, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir, Tobi. Es war schön, dich mal privat zu sehen in so einem Rahmen. Absolut. Fand ich auch. Sie vielen Dank für die tolle Resonanz, die wir dieses Jahr erfahren durften. Die E-Mails, die Anrufe, die Kommentare zur Sendung. Wenn Sie Anmerkungen zur Sendung haben, bitte fühlen Sie sich frei. Schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion@münchen.tv. Haben Sie vielen Dank und wir freuen uns auf Sie im nächsten Jahr in der Sprechstunde. Endlich wieder unbeschwert kauen und lachen, dank Implaneo. Unsere Dentalklinik in München bietet Ihnen die schmerzfreie Methode für feste dritte Zähne an einem Tag. Lassen Sie sich von unseren Spezialisten kostenfrei beraten. Alle Infos unter implaneo.de.